So, läuft die Aufnahme? Ja, wenn der Aufnahme stoppen steht, heißt das, dass die Aufnahme läuft. So, Bridge Track habe ich gerade gemacht. Das war, glaube ich, unglaublich langweilig. Caliban Below, das hatten wir schon, das war blöd. Cave Digger hatten wir. Chop and Crop. Chop and Crop hatten wir, glaube ich, auch schon. Cosmic Shower, Deadly Hunter. Derail Valley, das würde ich mir gerne mal angucken. Derail heißt entgleisen. Da war ein sehr schönes Bild von einer Lok. Das ist auch wieder nur eine Demo, ist also nichts Kostenloses, soweit ich mich entsinne, sondern es ist eine Demo-Version. Oh, jetzt gucken wir mal, was dabei rauskommen tut. Ach, wie hübsch. Das ist aber schön. Oh, ich stehe in dem Tisch drin. Das ist schlecht. Ja, ansonsten gefällt mir das schon mal. Derail Valley. Controls. Take this book by holding the trigger. Flip pages by swiping touchpad. Was ist los? Ja, fällt runter. Okay, nimmst du in die Hand. Swipe hier am Touchpad herum, dass es nur so raucht. Leider wird es nicht weiter zur Kenntnis genommen. Vielleicht muss ich auch einmal am Touchpad? Nein. Ihr seht auch, das Touchpad wird hier angegeben. Mal gucken, wenn ich drauf drücke. Nein, auch nicht. Grab und Toggle. Press Menu to start the game. Flip Pages for more details. In Seated Mode, you can turn on the options. Ah ja. Ja. So ganz einfach ist es mit dem Umblättern noch nicht. Ach, Swiping. Ah, logisch. Swiping muss das Touchpad swipen. Man kann sich auch die Luft zufächern damit. Es ist ja schon relativ warm hier, ne? Jetzt habe ich es mit dem Swipen müssen. Okay, Touchpad. Use Switching Position. Ba, 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 ba. Also, okay, Switching und Swiping. Das Switchen und Rutschen oder so ähnlich, ne? Wie war das noch? So, mal gucken, kann ich mich bewegen? Nein, bewegen kann ich mich nicht. Ach, Start Game by Pressing Menu. Das ist, glaube ich, der hier, ne? Ja. Room Scale. Recenter View und Optionen. Starten wir doch einfach mal. Starten wir doch einfach mal. Starten wir doch einfach mal. Ach ja. Ach, wie schön! Tön, tön, tön. Oh, da müsste ich jetzt eigentlich mal eben hingehen. Wie komme ich da hin? Swipen? Hätte die Anleitung doch lesen sollen. Oder ich resette meine Seated Position. Das ist zwar immer eine Holzhammer-Methode. Settings, Sitzposition, zurück. Hat ja wahnsinnig was gebracht. Tja, ich habe keine Ahnung, wie ich mich jetzt vorwärts bewege. Ich muss jetzt eigentlich da irgendwie rein. Habe ich denn den Platz dafür? Ja, habe ich. Oh, ich laufe durch ein Control Board. Das fühlt sich dermaßen falsch an. Ja, also bis hierher geil. Quick Guide. Ach, wie schön, im Bedienungsanleitung haben wir hier liegen. Set Receiver to Forward Position. Das ist er hier. Das ist der Receipt. Receipt, nee, Reverser heißt das Ding. Release Brake. Das ist da. Der da, das ist die Bremse. Gently push throttle forward. Das ist er hier. Also, muss ich noch einen Schritt zur Seite machen. Das ist der vorwärts-rückwärts. Das ist Bremse. Aua. Das ist Gas. Ich glaube, ich muss mich generell hier noch ein bisschen bewegen. Sonst dotze ich hier wieder. Dinge. Release Throttle to stop acceleration. Macht Sinn. Und gently apply brake to stop. Now switch tracks. Point radio laser to a switch sign. Click the red button. Ach, das ist er. How to couple cars. Get close to a car if in range press couple.
muss der da sein. Selector Press Uncouple. Aha. Nun gut. Am liebsten würde ich mich jetzt irgendwo hinstellen. Ich weiß leider nicht genau wie. Ich drücke mal wieder wahllos Knöpfe. Bewege wahllos Knöpfe. Ich sollte nochmal aussteigen, wenn die Bedienungsanlagen durchlesen. Also, den Selector Switch. Der ist schon vorwärts. Die Bremse. Ich schätze aber, die Bremse ist noch ein bisschen angezogen. Ja, wenn ich mich jetzt vernünftig bewegen könnte, könnte ich auch die Bremse losmachen. Wie unglücklich! Ich kann ja mal wahllos an irgendwelchen Hebeln drehen und gucken, was passiert. Die Bremse zischt jetzt ein bisschen. Es sieht schon geil aus, muss man sagen. Aber irgendwas ist undicht hier. Ich find's geil. Hey, ich bin an der Grenze der Kabel. Ich war die. Ich hätte mir unbedingt das nochmal durchlesen sollen zum mich durch die Gegend bewegen. Mit Zwischen und Wuschen und Teleporten und gar nichts geht. Ah. Recenter View. Okay. Walk to where the cab center should be. Oh ja, das klingt gut. Also nochmal. Gehe ich mal hier hin? Habe ich hier Platz? Mal gucken. Ja, geht so einigermaßen, ne? Also, Recenter View. Schwupps, so. Ja, mal ein bisschen rüber, das reicht doch nicht so wirklich. Da macht man was mit. Aber ich glaube, es gab auch eine Version, wo man ein bisschen weniger Platz braucht. Schön vorsichtig. Bremse losmachen. Gas geben. Und vorsichtig irgendwo gegenfahren. Yay! Es fährt! Es fährt! Aber die Scheibe ist dreckig. Ah, jetzt ist die Bremse locker. Ich glaube, ich bin ein bisschen flott, ne? Das gefällt mir, das ist schön. Ja. Oh oh, das scheppert bestimmt jetzt. Ah! Die Weichen habe ich jetzt gerade zurecht gehämmert. Wie schnell sind wir denn? 50. Naja. Wir können jetzt ja einfach mal weiterfahren, ne? Ich muss ja nicht zwangsläufig irgendwelche dämlichen Anhänger durch die Gegend schieben. Das ist doch wirklich Bimmelbahn, ne? So. Changelog Bulletin. Wie geil! Oh, von rechts hat Vorfahrt, ne? Oder wie war das? Das ist toll! Das gefällt mir! Davon 60, ui! Kann man ein bisschen Gummi geben. Ach, guck mal, das ist da unten sind auch noch Gleise. Ziemlich zugefuchert. Das ist so ein bisschen wie
wie so im Märchenpark, ne, für Kinder. Da wird man ja manchmal mit so kleinen schienengebundenen Autos durch die Gegend gekarrt oder so. Und das ist hier so die verschärfte Version davon. Das ist so, als wäre man jetzt ganz allein in so einem Unterhaltungspark und könnte jetzt mit den Lokomotiven selber durch die Gegend spazieren. Ich glaube, das gefällt mir. Da hinten stehen noch ein paar Personenwagen, glaube ich. Tunnel! Tunnel voraus! Wie schnell durfte man hier noch? Na, 50 habe ich noch drauf. Wobei ich nicht weiß, ob das Meilen oder Stundenkilometer sind. Och, Menno. Ob der Tunnel in die große, weite Welt führt oder führt der ins Nirvana? Ich glaube, ich bin ein bisschen zu flott, aber das macht bestimmt nichts. Die Gleise sind aber auch ein bisschen zerknittert. Das geht auch in irgendeinen Tunnel, glaube ich, ne? Oder? Da werde ich... Brems mal. So. Weichenumsteller. Ach, das ist ja Kupplung. Was mache ich denn hier für einen Blödsinn? Weichenstellknopf. Welcher war es noch hier von? Der hier? Ah! Sehr schön. Und Weichen waren... Ah, das war der hier. Da habe ich Papier drüber geschmissen. Hier. Nee. Eine Landkarte gibt es. Das ist gut. Zeig mal her. Und eine Flasche Wasser. Ist auch nie verkehrt. Klasse. Achso, den muss ich hier irgendwie festhalten. Und dann lasere ich da drauf und schweiche und schwuppe, oder wie war das dahin? Wow. Klasse. Klasse. Vorsichtig fahren, ich bin ein vorsichtiger Fahrer. Ich finde das toll. Das Ente, wa? Oh. Ich glaube, da bin ich um die Gegend gefahren. Ja, das scheint da vorne im Nirvana zu enden, wenn ich das richtig sehe. Ja, tut es. Also, Bremse. Richtungsumkehrer. Und Gas. Ach ne, bremse wieder weg und dann Gas. Zeichnen die Weiche hin. Zeigt richtig. Ich will jetzt zum Tunnel, zu dem langen Tunnel will ich hinfahren. Hoffentlich werde ich nicht zu schnell. Wie flott bin ich denn? Naja, ein bisschen vielleicht. Die habe ich auch drauf, ne? Ja. Nicht, dass ich was kaputt mache.
Nein, 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 nein. Schön hier bleiben. So, da muss man da hin. Ah, ich könnte mir vorstellen, da das ja die Demo-Version ist, dass sie hier schlauerweise einfach die Ausfahrt durch den Tunnel blockiert haben und schon hat man eine Demo-Version, weil man nicht in die großen Sachen kann. Das ist aber nur eine reine Vermutung. Also. Gucken, wie wir da nach unten kommen. Ich glaube, zwischendurch gucke ich jetzt mal nach, ob all der ganze Quatsch, den ich hier erzähle, ob das überhaupt aufgezeichnet wird. Das weiß man hier ja nie so genau. So, Test, Test, Test. Da passiert was. Die Aufnahme läuft. Irgendwelche Geräusche werden auch aufgezeichnet. Ja, dann. Toi, 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 eben, ne? Noch mehr Karton. Ein bisschen abgeranzt ist sie ja, aber mein Gott. So, fehlt da ein Stück Gleise unten oder ist das wegen der Entfernung? Ah, Entfernung. 50 stand da gerade, ne? Ah, ja. Viel weniger haben wir auch nicht drauf. Das Ding ist auch nicht gerade ein Rennwagen. Sieht auch nicht so aus wie ein Rennwagen. Nicht mal ansatzweise, wenn man es genau nimmt. So, wie mag man nach da unten kommen? Na, ich will da ins Gebüsch. Ins Buschwerk, ins Buschland. Es ist so geil. Ich stelle mir gerade vor, mir hätte man sowas irgendwie als Sechsjährigen in die Hand gedrückt. Oh Mann. Ich habe damals noch mit elektrischen Eisenbahnen gespielt. Also den Dingern, die man heute keinem Menschen mehr antun würde. Na, steht die Weiche auch richtig? Ja. Und ich hätte den Herzklabaster gekriegt. Komme ich denn nur nach unten? Wahrscheinlich muss ich irgendwie geradeaus fahren oder so, oder? Aber was ist denn hier geradeaus? Da! Da außen irgendwie, ne? Okay, also fahren wir vorsichtig ganz rechts. Wir biegen einfach rechts ab. Komm, da ist die Bremse. Das jetzt? Die steht richtig. Dahinter steht eher nicht richtig, oder? Doch, die steht auch richtig. Die steht auch richtig. Kann ich den hier erstmal hier hinlegen? Über diese Weiche hier müsste ich eigentlich da hinkommen. Sehr schön, sehr schön. Ist das geil, so richtig die kleine Bimmelbahn. Da oben. Brücke. So. Vollbremsung. Kann man hier hinstellen, dass er nicht immer durch die Gegend fliegt.
So, das ist jetzt Bremse an. Das ist Bremse aus. Den nach vorne. Wie geht das noch? Hat noch gereicht. Also, man muss das große rote Schild anvisieren. Und er sagt, man kann hier mit 40 reinratzen. Die haben wir aber auch schon drauf. Und es geht ein bisschen bergab vielleicht, ne? Naja. Das ist geil, ist das. Ich war länger nicht mehr hier. Hier muss mal wieder Rasen gemäht werden. Kann man sich bestimmt auch ganz prima einen Stuhl hinstellen. Dann braucht man nicht immer so dagegen rumzustehen. Obwohl mir schadet es eigentlich gar nicht, mal ein bisschen zu stehen, statt zu sitzen, ne? Ja. Alles Wohlstandsspeck, der muss weg. Nein, muss er nicht. Werde ich auch nicht schaffen. Aber ich kann wenigstens gute Vorsätze zeigen. Erneut kann ich nur sagen, es ist schade, dass ihr das nicht erleben könnt. Ihr seht nur ein Bild, das mit dem Kopf gesteuert wird. Ich hingegen sitze in einer Bimmelbahn drin oder stehe in diesem Falle drin. Unfassbar. Also dieser VR-Kram, der ist schon wirklich spaßig. Ah ja, oh, ein Tunnel. Und ich glaube, da fahren wir jetzt gerade hin, richtig? Nein, in der Gegenrichtung. Auf Rückweg. Ich glaube, da steht sowieso einer am Wege. Ach, wir fahren gleich Tunnel hier. So. So, darauf lasern. Rettung. Schnell dürfen wir hier eigentlich? Nicht so schnell, ne? Oh, 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 da schaukeln hier aber. Holla! Hier ist wohl schon länger keiner mehr gefahren, was? Ein Portal, ein Zeitportal, nein, doch nicht. Ah, ach, deswegen heißt das Spiel Derail. Ich glaube, ich bin echt zu flott. Ah, jetzt bin ich doch genau da gelandet, wo ich eigentlich hin will. Unten in den zugewachsenen Dingsbumsen. Eieieiei. Ich glaube, das sollte ich nicht gegendotzen. Entbremsen, einen ganz vorsichtigen Schubgas. Der war zu vorsichtig, oder? Noch ein bisschen. Okay, jetzt war es irgendwie ankuppeln. Kappe.
Ja, das war nicht gekabbelt. Das ist so wie ein Selektor. Ach, das ist ein Entfernungsmesser hier. Wie praktisch. Oh, wenn das mal nicht hochschlägt. So, den habe ich. Oh, jetzt wird's. Bremse. Richtung Gas. Ist das toll. Ein richtiges kleines Wunderland hier. Das ist aber auch eine Strecke, Junge, Junge, Junge. Ich bin baff. Ich stehe auf das Ding. Bin mal gespannt, wann das Vollspiel rauskommt. Bis jetzt bin ich mit dem Demo schon wirklich zufrieden. So, und ich wäre natürlich nicht ich, wenn ich nicht jetzt auch noch den Titel Derail wörtlich nehmen würde. Das heißt, wir ändern die Fahrtrichtung, machen die Bremse raus, knallen den Hebel auf Anschlag und halten uns gut fest. Okay, war jetzt nicht so eine totale Katastrophe. Geil, absolut geil. Trigger, Short Leg Locks, Hold, Stabilize Camera und Bambi Tracks. Warum eigentlich? Items respawn, wenn droppt, ja, das macht Sinn. Restart Mode Room Scale. Und was hätten wir als Seated? Das ist wahrscheinlich der, den ich machen sollte. Gut. So, dann würde ich sagen, das reicht jetzt erstmal. Sowas von geil. Das werde ich schon mal nicht löschen, das Demo. Dann bedanke ich mich schon mal wieder fürs Reingucken. Freue mich noch ein bisschen vor mich hin. Genau da.